Was gestern ein Traum war, ist heute eine Hoffnung, ist morgen schon eine Realität. Das hat der amerikanische Raumfahrtpionier Robert Goddard einmal gesagt. Nun, der Weg, der von der Utopie bis in die Wirklichkeit führt, ist in unserem Fall sehr geradlinig. Vor rund 100 Jahren hat Jules Verne seinen Roman geschrieben von der Erde, die Reise von der Erde zum Mond. Jules Verne hat sein Raumschiff mit einer riesigen Kanone abschießen lassen. Nun ja, 1906 nun liest ein 12-jähriger Junge in seiner Siebenbürger Heimat dieses Buch und seine Fantasie kommt in Bewegung. Und als 29-jähriger Gymnasiallehrer für Physik und Mathematik fasst er das Ergebnis seiner Überlegungen, seiner physikalischen und mathematischen Überlegungen in einem Buch zusammen. In diesem Buch die Rakete zu den Planeten räumen. Und 1925 liest wiederum ein Bub, ein 13-jähriger Untertertianer namens Wernher von Braun dieses Buch. Er versteht es nur zur Hälfte, denn es ist mit einem Gestrüpp von Formeln gefüllt und Wernher von Braun war eben sitzen geblieben wegen schlechter Note in Mathematik. Aber dieses Buch hat ihm, wie er mir selbst einmal gesagt hat, den Leitstern seines Lebens gegeben. Und Wernher von Braun nun ist es, der die Reise zum Mond vorbereitet hat, Realität werden lässt. Also ein ganz gerader Weg, angefangen Jules Verne über Hermann Oberth zu Wernher von Braun. Nun, Hermann Oberth ist vor wenigen Tagen 75 geworden. Und Wernher von Braun kam nach Salzburg, um ihn zu diesem seinem Ehrentag zu beglückwünschen. In Salzburg konnte ich mit beiden sprechen. Sie, Herr Professor Oberth, haben 1923 in Ihrem Buch Die Rakete zu den Planeten räumen die Einleitung mit 4 Thesen begonnen. Würden Sie so nett sein und uns das heute, was Sie damals 1923 geschrieben haben, wiederholen? Ja, also, Paragraph 1, Einleitung. Beim heutigen Stande der Wissenschaft und der Technik ist der Bau von Maschinen möglich, die höher steigen können, als die Erdatmosphäre reicht. Bei weiterer Vervollkommnung vermögen diese Maschinen derartige Geschwindigkeiten zu erreichen, dass sie im Ätherraum sich selbst überlassen, nicht auf die Erdoberfläche zurückfallen müssen und sogar imstande sind, den Anziehungsbereich der Erde zu verlassen. Derartige Maschinen können so gebaut werden, dass Menschen wahrscheinlich ohne gesundheitlichen Nachteil mit und vorfahren können. Unter gewissen wirtschaftlichen Bedingungen kann sich der Bau solcher Maschinen lohnen. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten. Das also, Herr von Braun, hat Professor Oberth vor 46 Jahren, wenn ich richtig gezählt habe, geschrieben. Und was ist daraus geworden? Was sagen Sie zu diesen 4 Thesen am Vorabend der Mondlandung? Ich will sagen, schon das, was gemacht worden ist, zum Beispiel der Flug von Apollo 10 um den Mond herum, der ja sozusagen eine Generalprobe für die Mondlandung selbst war, und auch der Weihnachtsflug um den Mond herum mit Apollo 8, beweist, dass alle diese Thesen völlig realistisch waren. Ich möchte aus der Sache einen Schluss ziehen. Ich glaube, wir haben hier ein typisches Beispiel, wo ein Mann und seinen Zeitgenossen einfach um eine Generation voraus war. Dieses hat dazu geführt, dass er Professor Oberth anfänglich mit großen Widerständen zu kämpfen hatte, dass ihn niemand für ernst nahm, weil es einfach zu weit entfernt war von der Wirklichkeit, wie sie im Jahr 1923 bestand. Milliarden geben wir aus, um ein paar Kilo Mondgestein zur Erde zu bringen. Ich glaube, die Wirtschaftlichkeit auf einigen Gebieten der Weltraumfahrt ist bereits heute unter Beweis gestellt. Wenn Sie zum Beispiel Nachrichtensatelliten nehmen, die heute als eine Routineangelegenheit Telefongespräche über den Ozean befördern, dieses ist bereits ein ökonomischer, profiterzeugender Prozess. Es gibt weitere Sachen, bei denen ein unmittelbarer Gewinnabwurf bevorsteht. Zum Beispiel glauben wir, dass wir in sehr naher Zukunft
Satelliten haben werden, die bei der Ölfündung und bei der Mineralfündung und auch bei der Wettervorhersage erhebliche Dienste leisten können, die der Menschheit unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen zuführen. Aber selbst unser Apollo-Programm, das 23 Milliarden Dollar Programm, das unsere ersten Männer auf dem Mond landen wird, ist nach Ansicht amerikanischer Wirtschaftler ein Programm geworden, das jetzt mit Rückblick auf das, was es wirklich erzeugt hat, wahrscheinlich mehr Werte hervorgebracht hat, als es gekostet hat. Mit anderen Worten, die amerikanische Wirtschaft ist durch diese 23 Milliarden Ausgabe nicht ärmer, sondern reicher geworden. Sie ist reicher geworden dadurch, dass die vielen Forderungen, die die Weltraumfahrt an die Industrie und an die Hochschulinstitute und an die Forschungsinstitute gestellt haben, sozusagen eine Schnittkante des Fortschritts geworden sind, ohne die der gewaltige Wuchs des Sozialbruttoprodukts der Vereinigten Staaten in den letzten 10 Jahren gar nicht denkbar gewesen wäre. Ich erinnere mich an unsere gemeinsame Arbeit in der Nähe von Berlin, wo die Dichtungen tropften, teils weil märkischer Sand hineingekommen war, teils aus anderen Gründen, wo wir beim Zuschrauben in der Erregung so heftig zugeschraubt hatten, dass eine Bleidichtung nur den 1/5 Teil des Sauerstoffs durchließ, den sie eigentlich hätte durchlassen sollen, und wir infolgedessen statt 2000 Meter pro Sekunde Ausströmgeschwindigkeit nur 500 gemessen hatten und anderes mehr. Ich glaube, ein Bericht von einem Frühpionier der Fliegerei wird sehr ähnlich geklungen haben. Auch damals waren die Probleme die dreckigen Kleinigkeiten, die die großen Ideen verhindert haben. Ich habe Sie, Herr Professor Obert, ja damals kennengelernt als Student. Ich war de facto noch nicht einmal ein Student. Ich fing an zu studieren und hatte nichts zu bieten als eine erhebliche Begeisterung für die Astronautik. Ich hatte natürlich Ihr Buch gelesen, die Rakete zu den Planeten räumen, und Ihr weiteres Buch Wege zur Raumschifffahrt, das im Jahr 1929 dann rauskam. Das erste Buch kam 1923 raus. Und ich wollte eigentlich nur lernen. Und ich bin bis zum heutigen Tage Ihr Schüler geblieben und bin stolz darauf, Ihr Schüler geblieben zu sein. Es kommt ja manchmal vor, dass Schüler manchmal mehr können als ihre Meister.